zusammen, oder was? Moin oder was, ey? Moin oder was, ey? Willkommen, ey. Willkommen, ey. So, jetzt geht der Braten hier los, oder was? So, jetzt geht der Braten in der zweiten Runde, so. Ey, verzeih mir, dass ich die ganze Zeit schniefe, aber ich hab echt einen Schnuppen in der Nase, glaube ich. Boah, das geht mir jetzt schon auf den Keks. Mein Spaß. Und ich bin nicht bei mir, bei dir ist mir das egal. Geil, fangen wir schon gleich mal mit Beef am Morgen an. Ein bisschen Roastbeef, Pizza. Roastbeef, Hühnchen, Pizza. Geil, Alter. SpongeBob. Jo. So, lala. So, jetzt machen wir hier. Ich habe hier die ganze Zeit gebaut letztes Mal. Das war die Challenge. Hier wurde hast eine du neue gebaut? Etage. Hier wurde eine neue Etage eingezogen. Ach so, hä? Und das Lager war jetzt. Das, was ich schon gesehen habe? Das war passiert. Ja. Stimmt. Ja, die Bau-Action. So. Und heute wird erstmal geerntet. Früh am Morgen muss geerntet werden. Trifft zwar jetzt nicht ganz auf die Ernte muss eingebracht werden. Wir haben Oktober schon. Du machst Ernte. Ende ja. 23. Gut, Klausi. Was kann ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was muss denn eingepflanzt werden? Ich hatte das bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Wir haben bis jetzt nur eins. Nee, wir haben nicht genug Samen. Wir brauchen auf jeden Fall und hell davon noch für Samen. Aber musst du da mal in eine Truhe vielleicht gucken, vielleicht. Okay, wir haben 57 Samen. 47, Entschuldigung. Ich glaube, dann pflanze ich die erstmal und dann mache ich den Rest voll mit Samen. Ja. Ja, machen wir das so, ne? So machen wir das an mir, Sana. Wie ist das hier bei dem Baum? Wann ist der. Ist der scheiße für Pflanzen, Bepflanzen hier? Ja, alle Bäume sind scheiße zum Bepflanzen. Ja. Muss da ein bisschen Abstand von halten. Fällt die gleich alle. Nein, die sind cool. Alter, der will das einfach fällen. Ja, obwohl, vielleicht könnten wir den. Obwohl. Wir könnten natürlich hier die Hütte auch einfach längs weiterziehen, ne? Ja, und das Felder oben was hinsetzen. Ja, aber ich wusste halt noch nicht wo. Ja, dann machen wir nächstes Mal. Ich hab da jetzt auch noch jetzt, keine Gedanken zu. Ja, genau. Deswegen dachte ich, macht's auch erstmal Sinn da. Sinn da. Ich weiß jetzt übrigens auch, was Ausrufezeichen Lurk heißt. Ja? Ja. Was heißt denn das? Wenn jemand quasi nur im Hintergrund im Chat aktiv ist und nicht im Vordergrund sein. Also der sozusagen nur zuguckt. Ha. Naja, okay. Habe ich jetzt herausgefunden. Okay, was haben wir hier? Die Kiste könnte man einlagern. Blutsäcke gehören eigentlich auch mit zum Kochen. Innereien. Alles genommen. Ja, klasse. Stiert, das wollte ich gar nicht. Okay. Badam. Ah, die Kochstation ist hier weg. Hast du die jetzt woanders hingemacht? Ah, nee, das habe ich vergessen wieder aufzubauen. Ah. Ich wollte. Dann lass sie hier einfach wieder rein? Ja, würde ich sagen, oder? Ich wollte es ja erst umsetzen und dann ist mir aber nicht eingesetzt, fallen ja, die gut. Und dann habe ich das andere angefangen. Habe es vergessen. Habe ich vergessen. Ja, du hast es vergessen. Na, klasse.
Und ja. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Das ist schon mal klasse. Also Kisten haben wir jetzt schon ohne Ende, aber noch kein System. Hier ist ein bisschen schlafen. Das sieht auch geil aus. Aussicht. Wir haben übrigens überlegt, ich weiß nicht mehr genau, weißt du noch, kennst du noch diese Wolfsrüstung, ob das auch mit Eisen war? Das war mit Silber. Bist du sicher? Oder? Kann sein, dass das auch mit Eisen war. Weil wir werden das, auf jeden Fall. Wenn das so war, könnte man vielleicht erst Waffen bauen und gucken, ob man die schon direkt kriegt. Ja, theoretisch können wir die Wölfe ja auch easy killen, wenn wir uns einfach aufschürfen. Also auf so einen Hügel. Also mit der Pickaxe und so hochbauen. Und ja, okay. Dann können die Wölfe da nicht hoch und wir können einfach von oben runterballern. Ja, es ist tatsächlich mit Silber. Ich hab nochmal geguckt. Aber ah, okay. Es gibt danach. Gibt es nochmal eine Eisenrüstung? Dafür braucht man aber erst Leinenzwirn. Also. Ja. Okay. Das dann im ebenen Biom. Ja. Ja. Okay. Ja, ich wollte Sachen auf einlagern. Mir ist gerade ein. Okay. Alles schon mal gut. Machen wir erstmal hier die Möhren rein. Ja. Und die hier mal weg. Weil dann kann man hier auch einfach mal ein Lager machen. Wie ein Lager. Ach so. Ja. Aber vielleicht nicht. Ich glaube, ich werde hier einmal die Trophäen rausnehmen und woanders hinpacken. Ja. Die ganze Kohle. Die brauchen nicht unbedingt da sein, die können vielleicht dann hier hin. Aber ich will auf jeden Fall auch noch so eine Trophäenwand bauen, aber muss ich mir erst überlegen, wie ich das machen will. Jo. Was ist das? Wurzel. Ach, Wurzel. Mit Wurzel kann man was bauen, ne? Ja. Lustrosität. Also die Federn, die sind hier nicht gut aufgehoben. In der Ecke machen wir mal hier noch weiter das rein. Alte Trophäe. Alle können hier bleiben, das kann hier auch bleiben. So. Und dann kommt das hier oben. So, wir haben hier jetzt ja schon mal einiges an Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn? 30, 60, 90, fast 100, also 100 haben wir. Ich glaube, ich baue hier mal kurz die Schmiede um, dass man hier mit bauen kann und dann baue ich hier die Ding auf. Den Blase. Ich gehe einmal nach drüben und mach mal neues Eisen.
Dann. Ja, entweder Rüstung oder. Achso, ich bin schon dabei, neues Eisen zu machen. Achso. Okay. Dann könnte ich vielleicht. Also, worauf ich auch Bock hätte. Also, fällt mir jetzt spontan ein, wir könnten vielleicht mal einfach sozusagen uns Portale schnappen und dann hier einfach die Karte und Insel erkunden, wie das hier aussieht. Mhm. Was hier so für Biome sind, ob hier vielleicht irgendwo schon Steine sind, dann könnten wir dementsprechend noch Sachen farmen, weil wir haben ja mittlerweile auch echt viele Truhen, wo wir Sachen unterbringen können. Und dann so zwischendurch können wir immer wieder zurück und Möhren anbauen und whatever. Aber ich gehe tatsächlich einmal kurz in den Sumpf und werde mal abchecken, ob ich vielleicht irgendwo vielleicht da noch Rübensamen finde. Weil das wäre auch richtig GG, wenn wir schon mal Rüben hätten. Jo, das ist für eine gute Idee. Vielleicht hätten wir ja Glück. Brauchen aber ein bisschen was zu essen. Ja, kochen müssen wir auch demnächst mal. Aber wir haben ja jetzt auch wieder ordentlich Sachen bekommen, ne? So ist es. Okay. Ha! Okay, ja, das mache ich als nächstes. Hallo. Oh, du baust ein bisschen hier aus. Sie konnte mir das mit der Schmiede da oben irgendwie nicht so antun. So, okay, ich mach mich auf den Weg. Ju, das ist eine gute Idee. Ja. Bauen wir hier erstmal das Zwischenlager. Bauen wir mal aus. Ne? Dann haben wir hier auch mal ein bisschen Platz, können hier die Schmiede ordentlich hinbauen und dann haben wir bald Eisen. Dauert dann ja nicht mehr. Dann haben wir bald alles. Also ich werde mir gleich auf jeden Fall als erstes einmal eine bessere Waffe bauen. Kannst dir auch schon mal Gedanken machen, was so dein präferiertes Ding sein wird. Auf jeden Fall Axt. Also... Ja. Das macht bei mir am meisten Sinne. Ich bin eh der Gimli. Was machst du denn hier? Mir ist einfach so ein Einser Grauzwerg in den Sumpf gefolgt. Wie blöd für ihn. Oh, 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 oh. Ich habe Gifttränke nicht mitgenommen. Das ist eigentlich dumm. Eigentlich wäre das ein Grund zurückzulaufen. Schon, ja, wenn du so im Sumpf unterwegs bist, und das. Jetzt bin ich noch nicht so weit, jetzt lohnt sich's noch. Wow! Eine Stufe 1 Draugr, Alter. Ja, der hat mir keinen Schaden gemacht. Finde ich gut. Ah. Ich schätze das sehr. Alter, ey, hier läuft man einfach in der Nähe vom Sumpf entlang und man sammelt einfach nur irgendwelche Tierfälle auf. Tierfälle?
Ja. Ich habe mittlerweile schon 3 Rehfelle. Und ich habe nicht einen gekillt. Ah, ich höre schon Schleim. Kann sein, dass ein Schleim auf uns zukommt. Aber vielleicht kämpft er auch gegen was anderes. Nein, das wollte ich nicht aufnehmen. Dann schmeiß es wieder irgendwo hin. So. In den Betten kann man so noch pennen, oder? Ja. Okay, die. Ich weiß nur nicht, ob man dann wieder aufstehen kann. Lass mich mal kurz. Können wir gleich mal Nee. Kann ausprobieren. ich gerade nicht. Ich glaube, hier waren auch Gifttränke irgendwo. Ja, aber ich habe die nicht mehr wiedergefunden. Mal gucken, ob wir was finden. So, das hätten wir schon mal. Und hier noch eine Tür rein, die es zimmert. Hier hat jemand schon mal was vorbereitet. Wie ein schlechter Koch. Also wenn du wieder Kohle anschmeißen würdest, wäre das wundertastisch. Ich bin ja gar nicht da. Oh, mach ich das jetzt? Nimm gleich Ken mit. Und was man für den Blasebalg noch so braucht. Hast du Ken schon einsortiert? Ja. Oben bei der Oh. Schmiede. Wir haben gar keinen Zinn mehr. Gar keins. Kein Zinn, kein... Gott. Hier. Gar keinen Gott mehr. Hat kein Holz Gott mehr. drin.
Ist eigentlich dunkel? Ja. Wow. So, Schmiedestufe 2 haben wir. Okay. Wow. Jetzt fehlt hier nur noch ein Feuerschirm. Gucken, ob das funktioniert, wenn man das da einbaut. Alter, ist so duster hier. Bist du schon auf dem Weg oder was? Auf dem Weg wohin? Zur Base oder willst du weiterlaufen? Nee. Ich bin noch immer hier. Lachte mich einfach gerade hier durch die Unmengen an Wesen. Macht gerade eigentlich ziemlich Bock, weil man kommt gegen alles irgendwie klar. Mal schauen, wie lang das noch gut geht, was der da macht. Ich habe hier vielleicht auch eine Krypta noch gefunden. Aber ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Ja, kann ich dir sagen. Ne, hat man noch nicht. Okay, dann mach ich mal hier einen Punkt hin. Krüb. Ich finde keine Bubblies. Na, du Skelett. Ah. Hey. Nichts. Glibber. Au! Hör auf mich anzuglibbern. Mit Glibber können wir Giftpfeile machen, ne? Wow. Ei.
So, steht doch Ski auch hier die Hütte. Ich. Kleines Hexenhäuschen. Mhm. Ah! Alter. Steht hier einfach ein Schamane vor der Tür. Oh lol. Kämpft ihr mal lieber gegen euch, ey. Guck mal hier, Berserker und Draugr zu beim Kämpfen. Aber der Draugr ist ganz schön viel stärker. Oh. So, du wolltest eine Axt. Vorarbeit geleistet. Du wolltest eine Axt haben. Ich wollte eine Axt. Willst du eine zweihändige oder eine einhändige Axt? Hä? Ich will diese Axt zum Holz fällen. Scheiße! Jetzt habe ich hier ein Problem. Sagen wir mal, das ist eins. Aua! Aua! Okay, now I need to run. Wow! Das ist das Problem, man darf einfach nicht abhauen. Man muss gegen jeden fighten. In the night. Ich muss sagen, ich hätte schon Bock auf einen Zweihandstreitkolben, ne? Aber wir können natürlich jetzt auch tatsächlich. Könnte man auch überlegen, erst die Rüstung zu machen. Also, die Waffe ist eigentlich stark und. Vielleicht ist Rüstung echt. Oh, ich bin tot. Dann können wir erstmal pennen. Also, wir haben halt 30, 60, 90, fast 120 Eisen. Heißt, jeder hätte schon mal Rüstung voll. Und das erst pennen hier? Ja. Gucken, wie es beim Aufstehen ist. Gemütlich. Ja, das geht. Soll ich Zinn holen? Zinn? Zinn? Ich weiß nicht, ich brauche ein bisschen. So, okay. Dann brauchen wir das doch nicht. Holz brauchen wir. Holz. Ich habe mich vorhin, glaube ich, einmal versprochen. Vertrauen. I don't know. Ja, machen wir jetzt erst beiden eine komplette Eisenrüstung oder was? Ich würde sagen, ja. Aber wir haben ja noch mehr Eisen, oder? Wir haben ja, wir haben noch keine Kohle mehr. Fuck! Oh, nein.
Goddammit. Das heißt, ich werde jetzt einmal Holz fällen. Ja. Dann gleich Eisenrüstung erstellen. Wir brauchen Kohle für die Rüstung. Oder zum Eisenschmieden. Zum Eisenschmieden. Ich habe das auch schon mit dem Holz versucht, aber das Feuer wird nicht warm hier noch. Holy fuck. Dachte ich mir auch. Warum? So und nicht anders. Ich habe eine Menge Blutsäcke. Du Blutsack. Ein Stück Blutsack. Zu Holz? Ja. Ich habe einen Baumfäller gefunden. So einen blauen? Mhm. Okay. Dumme ist nur, ich habe gar keine Pfeile. Also ich habe nur Holz. Wow. Aber der fällt die Bäume echt. Junge. Ich komme mal gleich zu dir. Ich bringe ein paar Pfeile mit. Ja, cool. Ich bin hier in so einem Holzhaus. Steinhaus. Ich glaube, der kann das nicht so schnell kaputt machen. Hat er eine Keule? Ja. Der ist weg. Wo ist denn jetzt der Troll? Hat sich die Luft aufgelöst. Ja, ich glaube auch. Hä? Holy Trolli ist der Hammer. Ja, der Troll. Ne, hier ist er. Guck mal. Ich hab hier einen Draugr gefunden. Willst du nicht mit dem kämpfen? Oh.
Guck mal, ihr seid doch wirklich nicht so gute Freunde, oder? Aua. Aua, yo. Aua. Ich den fast down. Oh. Den Troll? Mhm. Aber ich brauche ein bisschen. Au! Fuck. Der hat mich im Steinhaus einfach nieder. Bist jetzt tot? Ja, geknüpft. Wie kommt der in die Bude? Wo ist er denn jetzt? Der hat seine Beute gefunden. Jetzt will er nicht mehr. Sagt sich, ja, einer reicht. Für mich reicht's. Da ist er. Der Hubert. Baumfeld. Der dicke Hubert. So. Warte mal. Oh, vielleicht gleich. Was? Wieso machst du den eigentlich nicht einfach im Nahkampf? Was? Also. Ja. Wirklich, oder? Quatsch, ey. Ich hab dir übrigens Pfeile hier hingeworfen. Danke. Warte mal, kannst du irgendwas aufnehmen? Das hier zum Beispiel? Ach so, das sind auch noch Pfeile. Hm. Warte mal. Kannst du das hier vielleicht aufnehmen? Oder hast du die Pfeile wieder genommen? Ah, nee, ich hab die Pfeile. Okay. Ja, oh, guck mal, hier ist ein Slimy. Oha. Warte mal. Sprung. Boah, Alter, du brauchst da nur einmal gegenkloppen, Alter. Das ist krass. Ah, ich habe keine Dinger gefunden, ne? Dummerweise. Der rennt da und spielt mit den Rehen. Ah, du hast sie ja totgeknüppelt. War mal hingerannt. Erstmal den ganzen Schrott entledigen. Entledigen. Ich bin gestern in meine Garage eingebrochen. Wow, ein Einbrecher. Ja. Ich wusste es doch immer. Ich kann jetzt das Garagentor auf und zumachen. Yay. Hat funktioniert, sagst du. Ja. Du hast Trophäen woanders hingepackt, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. In der Treppe-Ecke. Ah, okay. Da, wo die Pfeile waren. Oder sind. Hold on. Hold on.
Soll ich mal gucken, ob ich mal Angeln kaufen kann? Angeln? Oder? Nee, ne? Eine kannst du vielleicht kaufen. Ich würde ja auch Ymir-Fleisch mich drüber freuen. Ja, dann gehe ich mal einkaufen. Ich soll mal gucken, was wir so kriegen können. Ja, wir haben ja auch eigentlich eine Menge. Diese Kopflampe, willst du die? Erstmal nicht. Den Vernichter? Weil der Donnerstein, der kostet 50. Das könnten wir machen. Weißt du noch, was man noch für dafür braucht? Nee. Kupfer, glaube ich, oder Bronze. Sollen wir prinzipiell nicht sogar nichts gegen einspenden. Wenn man ja zum Beispiel angelt oder so, dann würde ich gerne einfach von... Geil, hier sind ja Pilze. Lecker. Hä? Alter. Ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Also die Angelrute kostet 350. Ymir-Fleisch kostet 120. Brauchst du ein Ymir-Fleisch oder mehr? Vier. Vier? Na, warte mal. Was ist dir lieber, Ymir-Fleisch oder eine Rute? Was für eine Rute? Ich hab, okay, ich hab Angelrute. Ach so. Was denn sonst? Also ich hab aber genug. Ich hab vier Stück brauchst du, ne? Eins, ja, warte, ich guck zwei. Ich guck nochmal. Ja, vier Stück. Drei, vier. Und dann eine Angelrute. Und dann ein Donnerstein kostet 50. Und dann 40 Köder. So, dann habe ich ein bisschen Gold ausgegeben. Wie viel Donnerstein brauchen wir? Einen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Aber ich krieg nicht mal ein Rezept jetzt, wo ich einen Donnerstein. Es kann auch sein, dass wir dafür noch irgendwas anderes brauchen, was wir noch nicht haben. Silber? Maybe. Ah, doch! 8 Eisen, Kupfer, eine Schmiede und ein Donnerstein. Ja, nice. 8 Eisen, 4 Kupfer und ein Donnerstein. Naja, den haben wir dann zumindest gemacht. Den haben wir dann schon mal. So, was brauchen wir hier denn noch? Haben wir noch irgendwo uralte Rinde rumfliegen oder haben wir schon alles ausgegeben? Nee, auch oberhalb der Schmiede müsste irgendwo ganz hinten links sein. Will mir Fleisch. Danke. Will mir mal nicht. Wir haben jetzt noch 206. Ah, okay, das fehlt mir noch. Was denn? Ja. Also. Eine Elite-Droger-Trophäe. Na egal. Ah, haben wir die nicht? Weiß nicht. Guck mal bei den Trophäen, da war irgendeine Droger-Trophäe. Aber ich weiß nicht, ob Elite... Oh, die uralte Trophäe haben wir noch, die können wir aufhängen. Ah, wir haben die nur einmal gekillt, oder? Ja. Oh, dann müssen wir noch mal killen. Okay. Ich wollte jetzt angeln.
Leider kein Elite-Tauber. Ich häng die jetzt mal kurz auf. Warte. Okay. Wo ist denn der Steinkreis hier? Ich mach den Donnerstein in unsere Schatzkiste. Ja. Ich mach das Emil vielleicht gleich auch rein. Wenn wir mal eine Elite-Tauber-Trophäe haben, dann. Ja. Ich das. Ich gehe jetzt mal angeln. Ist ja eine richtig kleine Hütte gebaut. Wer hat eine Hütte gebaut? Du am Steinkreis. Die war schon. So, die war schon so. Ich hab die nur repariert. So, ihr seid live dabei, wie der Opferstein aufgehangen wird. Wow, episch. Wow. Jetzt mal gucken, ob ich was angeln kann. Oh ja, hier sind Fische. Kannst auch aus theoretisch aus Trophäen Köder machen, ne? Ja, aber ich glaube, ich brauche den ersten Köder dafür. Achso, das kann sein, das weiß ich nicht genau. So, ich mache jetzt mal den Kram. Aber wie geht denn das Angeln, Alter? Soll ich einmal pennen gehen? Ach, scheiße. Ja, gleich sofort. Ich wollte einmal angeln. Ach, Mann! Es hätte doch fast funktioniert. Aber was muss ich denn dann drücken? Einholen wahrscheinlich. Am Haken. Ah, ich habe Angeln verbessert. Okay, man braucht zum Angeln auch Ausdauer. Jetzt kann ich pennen, wenn du magst. Ich würde gerne einmal die Kohleöfen vollschmeißen. Ich muss heute noch irgendwie ein Geschenk organisieren. Warten für eins. Wir machen so ein Advents. Ja, wir machen eigentlich sowas wie so eine Weihnachtsparty mit ein paar Leuten. Aber wir machen halt so Räuberwichteln und die meisten wollen halt nicht irgendwie was. Geil! Dekomäßiges oder so. Aber. I don't know, was man denen schenken kann, Alter. Ah, ich muss auch noch eins organisieren, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aber ich sollte es vielleicht nicht so lange aufschieben. Geil. Geil, oder? Ah, jetzt ist man auch so ein bisschen langsam, ne? Hä? Ach, das ist langsamer? Weil die Rüstung ist schwerer. Tatsächlich. Naja. Aber ist das langsamer als beim Kupfer? Nee, ist nicht. Als Bronze doch. Nee. Safe? Safe.
Kommst du pennen? Ja, ich muss den Vogel gerade killen. Du träumst von einem riesigen Baum, der die Nacht durchbricht und gen Himmel wächst. Ja, wie sieht's aus? Hast du Bock auf eine kleine Reise oder? Ja. Nice. Okay. Pack ich einmal hier rein. Holz habe ich. Wo zur Hölle habe ich jetzt den 10 Gifttränke aufgesammelt? Wahrscheinlich von drüben. Hattest du welche dabei oder was? Nein, da waren doch welche in der Kiste. Ah, 10 Stück? So. Ja. Und dann nehme ich die einfach wieder mit hin, glaube ich. Ja. Wollen wir gerade noch was zu essen mitnehmen? Hm? Das E-Mail-Fleisch ablegen. Oh. Ich muss auch meine Kiste, meine alte Rüstung ablegen. Oh. Wo hast du die reingetan erstmal? Ach, da unter der Treppe, wo die ganzen Sachen drin. Ausrangiert. Haben wir noch Bronzenägel? Die müssten wir auch irgendwo haben, ja. Weiß nur nicht genau, wo die sein könnten. Hast du die Öfen schon wieder angeschmissen? In die Kohlemeiler, ja. Weiß. So. Hä? Wir brauchen echt mehr Kohle. Kohle? Ja, Kohleschilder. Ja. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Das reicht jetzt halt einfach. Du hast wahrscheinlich noch Kohle im Inventar, oder? In der Kiste hier. In der Kiste da! Neben den Kohlemeilern. Ach, hier sind die Nägel. Wie viele Nägel braucht man für so einen Objektständer? Möbel. Wo ist das hier? Objektständer. Ein Nagel. Ach, lasse. So, was haben wir jetzt noch hier an Eisen über? Haben wir schon wieder 36. 36 Eisen? Ja. Geil. Das heißt, wenn du jetzt hier noch einen eine Axt. Wenn du Eisenaxt, 4 Holz, 20 Eisen, 2 Lederreste und Lederreste und Eisen, Holz mitbringst, kannst du ja noch eine Axt bauen. Ja, ich guck mir das erstmal mal an. Eisenaxt, Streitaxt. Perfekt, um zum Trümmern von Schädeln.
Die Freude eines jeden Kriegers. Alter, der schlägt so langsam zu, das ist das Problem, Alter. Okay. Jägerbogen. Mhm. Was kostet denn das Schild? 10. 10 kostet das nur? 10 Eisen? 10 Eisen und 4 uralte Rinde. Ist eigentlich nicht verkehrt. Wie viel Eisen hatten wir jetzt? 30? 34? Ja, irgendwie so. Hast du dir eine Waffe gebaut schon? Nee. Ja. Okay, 36. Jetzt haben wir 44. Das heißt, wir könnten uns auch beide ein Schild machen. Nee, ich habe mir die Axt noch nicht gebaut. Achso. Aber wir haben, warte, ich guck mal, wie viel Eisenerz wir da noch haben. Eisenerz haben wir eigentlich noch eine Menge. Ja, okay. 32 haben wir noch. Ah, wir hätten eben immer Karten austauschen sollen. Ja. Was machst du jetzt eigentlich? Ich hab hier gerade, laufe gerade so ein bisschen erkunden. Ich bin auch recht nah an der Base, also. Ja, Okay, das Sumpfgebiet haben wir hier auf jeden Fall abgelaufen. Wir könnten natürlich auch gucken, ob hier noch was kommt. Also hier ist Ende. Nein, die Insel geht ja noch weiter. So, ja, ja. Da kommt auf jeden Fall erstmal Grasland. Ja, das weiß ich. Das sehe ich. That's what I see. Alter. Schlundegel vermatscht. Mhm. Der da auch noch? Komm noch her, damit du mir reden willst. Komm noch her! Wo bist du denn jetzt? Oh, eine Monstrosität. Oh. Hast du ja schon die neue Axt gebaut? Nein, noch nicht. Ich bin noch dabei. Okay. Muss ja noch gerade ein paar Sachen organisieren. Wenn du Bock hast. Ja, ich bin dabei. Gleich. Zack. Und. Ne, die geht wieder. Scheiße, Holz. Kämpft ihr jetzt gegen Skelette? Das ist ja super, so, das heißt, wir machen ein bisschen Ausdauerring. Okay.
Okay, der kämpft gar nicht gegen Skelette, sondern hat nur gegen Grauzwerge gekämpft. Ah, ja. Der kämpft nur gegen andere Biome sozusagen, ne? Oh, jetzt kommt er auch noch hin. Du bist schon in der Nähe, gut. Ich bin gleich fertig mit der Axt. Halt ihn noch einen Moment hin. Axt. Zack. 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 Oh fuck. Ich bin unterwegs. Alter, schmeiß den mal. Na, ja, wobei. Weiß nicht, hier ist auf jeden Fall sind zwei Schleimlinge. Ich glaube, die mache ich jetzt einfach schnell kaputt. Ja. Okay, ja. Ist gerade ein Schwein gekillt? Kann sein. Da ist ein Drauger auch. Droger lege ich jetzt. Komm her! So. Baum fällt. Aha. Lumber. Lambert. Okay. Wie gerade all of it. Ich kann das alles nicht einsammeln. Hast du noch Platz im Inventar? Ja, gleich sofort. Gucken, ob hier eine Biene ist, aber leider nicht. Ja, das kriege ich reingesammelt. Zinnerz. Oh, nice. Noch mehr Zinn in der Reihen. Chock, chock, chock. Oh, wieder Rehfälle, Alter. Was ist denn hier immer? Alter! Ich hab den Drauger gerade mit bloßer Faust abgepariert. Was? Krass. Was? Okay, da ist das Sumpfgebiet zu Ende. In eine andere Richtung warst du auch schon am Ende? Ja. Also das hier ist komplett. Wollen wir denn noch die letzte Krypta hier machen? Die hier. Ich weiß nicht, du meintest, du hast noch eine gefunden, ja. Ja, das ist die. Ja. Dann müssen wir hier vielleicht auch gar kein Eisen abtransportieren von dem, was wir hier noch finden. Dann können wir das einfach alles verarbeiten. Und dann gucken, dass wir das nächste Sumpfland finden. Ah. Oh, ich habe jetzt natürlich kein Alter. Portal mit, ne? Ich auch nicht. Ich hole mal noch was. Aber ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Also mittlerweile bin ich echt stark. Deshalb meine ich nicht, aber dann kann man halt kurz mal eben reparieren und so, muss man nicht immer zurücklaufen. Ja. Bist du auch. Bin schon auch auf halbem Wege. Achso, okay, dann mach du das ruhig. Rücklaufen, Portal holen. Ja. Ja.
Ah, verpiss dich doch. Du Bisse. Oh, du meinst Monstrosität. Noch eine Monstrosität. Ja. Ja. Geil. Das sollte ich mir merken. Den darf ich nicht machen. Ah, verdammt. Okay, jetzt wird's eng. Ey! Okay, ich muss mal kurz laufen. Bin nicht ausgeholt, das ist ein bisschen unpraktisch. Noch die Südlingkerne finden. Andi. Ah, da. Zwei. Ah, da. Oh. Greedy Idiot, Alter. Laufen! Bin unterwegs. Noch ein bisschen Holz oder hast du gar kein Holz? Ach, ein bisschen Holz habe ich. Ich meine, wir sind sogar. Ich kämpfe gerade gegen eine Monstrosität. Ist. So. Bin gerade fast vorbeigelaufen. Da ist er. Danke. Au. Nice. So, du weißt, wo das Ding ist, ne? Da, ja. Udi. Rauger. Oh,
Oh, wir haben Eiktür aktiv. Was benutzen wir? Oh, fuck. Hä? Ja, auf mittlerer Maustaste kann man das auch machen. Was? Hä? Guck dir mal die Animation an von mir. Oh. Eine Monstrosität ist hinten. Ja. Nee. Komm, schieß nochmal. Das ist auch eine geile Taktik. Ja. Ich bring den zum Taumeln und du schießt drauf. Aber der taumelt hier nicht, das ist das Problem. Der will einfach nicht taumeln. Komm doch mal her, du. Komm zu Papi. Au! Aua! Okay. Ich sehe nichts mehr. Da kommt ein Schleim. Oh, ihr darf mich nicht vergiften, ich habe keinen Gifttrank. Boah, das war knapp, Alter. Scheiße. Warum nehme ich mir denn noch keinen Gifttrank mit, ey? Depp-Lack! Fuck. Oh, ich kann mich aber kurz ausruhen. Ich sterb auch. Wir sterben beide. Nein, ich bin gestorben. Scheiße, hier ist nichts mehr gemütlich. Hier ist nichts gemütlich mehr. Wo ist nichts gemütlich? Scheiße. Hier ist nichts gemütlich. Im Bett ist gemütlich. Und die Kochstelle müssen wir aufbauen, Alter. Okay. Also, ja, wir machen die Krypta und dann mache ich das hier wieder fertig, Alter. Kochen geht zur Neige. Die Sachen gehen weg. Warum lass er erstmal pennen. Bitte? Ausgeruht. Okay. Rup. Reingelaufen da. Dahin gelaufen. Weiß, habe ich das auch bekommen? Ja. Ja.
Die wütet da hinten ja noch. Das ist mein Grabstein. Das finde ich jetzt nicht gerecht. Ich auch nicht. Schleim, verpiss dich, Schleim. Ich will kein Schleimo. Du bist ein Baum. Warum verbrennst du nicht? Wahrscheinlich, weil es morsches Holz ist. Ja. My foot. Crazy Pitbull. Viel Spaß bei unserem Rumgewurschtel. Rumgewurschtel im Sumpfland, Alter. Yes. So, ich bin wieder da. Ja. Hast du völlig Holz? Was? Hast du zufällig Holz? Safe. Okay, dann kannst du hier zu Ende bauen. Entschuldigung, ich bin das falsche Portal. Hallo. Ist illegal. Jo, wir lesen keine klaren Vorteile. Boah, wir brauchen echt was zum Lesen. Ja, Brille wäre gut. Nach der Krypta werde ich mich erstmal wieder um die Base kümmern, Alter. Meinst du, es geht so nicht weiter? Nee. Ja, oder ist halt die Frage, ne? Zieht man komplett durch bis Ende, bevor man hier großartig zurück Sachen ablegen und dann können wir da rein marschieren, wenn du willst. Ich brauche noch Essen. Ja, mach dir mal Essen. Ich bin noch gut ausgeruht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach schon rein. Was zu essen in der Tasche, dann habe ich immer was zu Nasche. Oh, guck mal. Davon noch ein. Und so, willst du jetzt auch noch? Kartoffelsuppen sind leer. Entschuldigung. So. Cool. Was ist denn das hier für ein Gebäude, Alter? Ach, da. Versunkene Krypta. Können wir hier direkt wieder markieren, ne? Markieren wird gesetzt. Zack. Krypta. Hey, was für ein Hörchen da? Verrückten. Ah! Guten Tag!
Ich guck mal hier im Wasser. Guck mal da im Wasser. Oh ja, hier geht's weiter. Oh ja. Klasse. Ja. Oh. Oh shit. Ja, natürlich wieder kein. Weg. Ich hab keinen Gifttrank drin. Hast du einen drin? Ja. Denselben Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Okay. Ja, was soll denn hier? Warte mal. Ich guck mal hier im Wasser. Okay, hier ist nichts. Hier bin ich nicht mehr ausgeruht. Hier ist ein Eisenschrott, aber das kann ich nicht mitnehmen. Hab ich. War jetzt hier unterm Wasser noch was? Nee. So. Mein Inventar ist voll, aber. Hier sind Truhe. Ja, ich habe keine schweren Sachen, die ich da rein tun kann. Einfach keine Inventories. Ja, dann du kannst mir auch irgendwas zuschmeißen. Ne? Ja. Also ich kann auch einfach alles abbauen und nachher nochmal reinkommen, solange ich ausgeruht bin. Also lieber wenn du mir das ein Stack, nutzen. Wenn du musst, kannst du ja auch ein Stack mir gerade zuwerfen. Von Lederresten oder Harz oder Schlamm. Hab ich nämlich alles. Kannst du das hier auch noch tragen? Ne? Okay. Wie weit ist deine Spitzhacke? Ja, noch nicht so weit. Aber ich bin nicht mehr ausgeruht, das ist ein bisschen ätzend. Ja. Hier ist schon wieder ein Schlammhänger. Bei mir auch. Zwei Stück. Gifttrank rein, mir reicht's. Oh, Drauger sind hier auch noch. Okay. Brauchst du Hilfe? Holst du da lang? Ja, hier ist auch ein Spawn. Okay. Ah, da bist du. Oh, fuck. Knochenwanst, okay. Wir könnten, ja. Ja. Wir könnten natürlich auch das hier gleich abbauen, mit dem Schiff zurückfahren und danach den, also das Portal hier lassen und dann mit dem Schiff sozusagen durchs Portal wieder zurück und von hier dann schwimmen bis zum Knochenwanst und dann hätte man da noch theoretisch noch eine Eisenquelle. Hältst du davon? Der ist natürlich ganz schön weit weg. Bitte? Also Knochenwanst ist ganz schön weit weg. Aber dann müssen wir ja so oder so hin. Bestimmt. Oder wir finden einen, der näher dran ist. Ja. Das hat super geklappt mit unserer Sumpfsuche. Ja, wir haben ja noch einen Sumpf, der mehr ist.
Also von hier aus ist der Sumpf ja auch nicht näher. Dann ist von hier aus der Sumpf genauso weit weg. Und von da aus auch. Lass das mal hier abbauen. Gucken, was ja, wir haben. Ja, das ist ja der Plan. Aber das ist die Frage, der Plan danach. Vielleicht finden wir danach ja auch noch eine Krypta woanders. Hier im Gebiet, die ich noch kurz mitnehmen. Ja, ich will ja sowieso erstmal noch die Base ausbauen, aber halt als zukünftigen Plan halt. Ja. Auf jeden Fall eine gute Überlegung. Oh, das war's. Oh ne, da lagere ich nichts ein hier. Das ist ja Quatsch. Das ist Wasser dazwischen. Sind Münzen. So. Wir sind Münzen. Hast du noch einen Slot frei? Ja, nee. Ich habe auch keine Münzen. Ich muss jetzt Harz raus. Ja. Oh ne, hier war auch nichts. Nee. Und da ging's raus. Ah, hier ist der Eingang. Hä, hey, was ist das denn? Hm? Da ist einfach Schlamm im Eingang. Ich weiß aber nicht abgebaut. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ich bring mal kurz das raus. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich muss auch raus. Meine Ausdauer. Wenn ich ausgeruht ist, ne? Ah, das werde ich jetzt glaube ich auch erst tun. Also ich glaube, eine andere Krypta ist hier nicht mehr. Aber ich gebe dir gleich mal ein Kartendeck, weil ich habe eigentlich schon alles hier gesehen. Ja, kannst du mal hier hinlegen auf den Tisch. Ja, mach ich. Karte lesen. Deckungen aufzeichnen. Oh, ich kann schlafen. Oh, ja. Ah, easy ist. Wobei das. Wieso bin ich hier nicht in der Unterkunft? Ich kann pennen. Ich kann auch pennen, aber ich bin nicht in der Unterkunft. Ich muss das Bett nochmal umplatzieren. Das ist ja kacke so. Ach, weil du da nicht ausgeruht bist, wenn du geschlafen hast? Ja. Nur gemütlich 1 hatte ich. Boah, ich hätte Gemütlichkeit 7. Okay, also, Scheiße, da hätte ich noch oben bleiben können. Okay. Parieren. Hier lasen. Okay. Ihr lasen? Ja, gut, vielleicht ist hier noch irgendwo einer. Hier am Rande. Hier in der Mitte. Hier. Wo? Okay, das ist ja, da war ich ja. Das ist ja alles durchlaufen. Ja, okay. Da war ich ja. YouTube. Sonst hätte ich die markiert. Aber ich laufe jetzt rüber und hol den Stuff da raus. Ja,
wir haben die Krypta ja noch nicht durch, oder? Was war denn da noch über? Ja, war auf jeden Fall noch ein Gang. Echt? Ja, wir haben erst... Also den rechten haben wir durch, aber sonst... Den rechten? Den rechten Gang haben wir durch und den... geradeaus war noch und links... Weiß ich nicht genau. Geradeaus sind wir doch gegangen. Nee. Ah, hier, der hier habe ich gar nicht gesehen. Hier ist... Aber der ist... Geradeaus. Wo ist noch? Geradeaus. Als ich gesagt hab. Lol. Lol, du! Elite-Trauger wäre geil, ne? Ja. Schade. Achso, ich hab kein Gift mehr. Keine Giftresistance. Viva la Resistance. Resistance. Jetzt habe ich Leder bekommen. Ja, ich frage es halt jetzt. Was machen wir? Wie? Wo waren jetzt die Reste an Eisendinger? Oder hast du deins mit rausgenommen? Ich hab meins mit rausgenommen. Okay, ich auch. Ich kann Aktür gleich aktivieren. Ja, ich würde einmal mental leeren. Also 15 Holz, 15 Eisen ist über. Und das Portal halt. Ein bisschen Holz vielleicht. Ja, ich nehme alles mit, was ich mitkriege. Ja, warte. Oh, was ist das denn für ein geiles Gebäude? Das ist ja richtig cool. Noch weiterlaufen in die Starwald oder was? Hä? Nee, ich wollte hier rum einfach nur an der Seite dahin laufen. Weil der Aussichtsposten. Sieht voll cool aus. Hey! Hast du Hilfe oder was? Nee. Oh cool, noch so ein Aussichtsposten. Federn, bisschen Pfeile, bisschen Gold. Sieht doch cool aus. Was war das? Ein Reh. So machen also die Rehe. Ja, bin Deutschland sucht den Super Tierimitator. So, ich dachte, Deutschland sucht der Super Reh. Das auch. Aber ich wollte nicht beides gleichzeitig angeben, das wirkt ein bisschen
so. Bisschen over the top. Ja. Over the rainbow. Ich hab einen Penis gefunden. Hier ist noch Sumpfland. Wo? Irgendwo so gefühlt hier. Ja. Aber das. Alter, was ist denn hier? Freunde der Sonne! Das ist, soweit such mal das nächste Mal ein bisschen stärkere Leute aus, Alter. Nicht hier so zwei Einser. Das ist ja. Ja, und, aber ist da noch eine Krypta? Das weiß ich nicht, aber da ist Sumpfland, das Wasser zwischen, das soll das Ding. Hiernach ist weiter Sumpfland, oder was? Ja, da ist halt Wasser dazwischen. Okay. Also hier ist... Ja. Yeah. Hier. Da ist Sumpfland. Ja, könnten wir mal rausfinden. Aber... Ja. Aber es wäre halt schon echt geil, würde man so ein Sumpfgebiet irgendwo näher bei uns finden können, ne? Das wäre halt schon... Gibt nicht. Kann ich alles haben, du. Doch. Na klar. Man kann alles immer haben. Hier sind Spawn. Ist einfach so ein Schleim aus dem Düsterland. Könnt ihr natürlich den Spawn stehen lassen, dafür, wenn das dann mal Elite-Drucker rauskommt. Das wäre geil. Oh, da ist noch ein Spawn. Ein Spawn, Spawn. So. Spawnt hier jetzt ein Elite-Droger? Hallo, spawn mal. Digga, verpiss dich von hier. Was ist das hier für ein Spawn? Das spawnt gar nichts. Ich hätte jetzt schon dreimal hinlaufen können und den kaputt machen können. Da ist einer. Keine Elite. Ja, dann nicht. Wow. Dann gehe ich jetzt wieder. Hey. Randale. Wow. Ja, das ist wirklich Randale hier gerade. Ich komme nicht. Hier auch einmal verschwinden. Nein! Oh, hier ist auch ein Gegenstand für... Also ich hab hier auch Randale. Boah, schieß nicht auf mein Schiff. Nicht auf den Kopf schießen. Zu weh. Ich komme. Wissen. Was machst du denn da? Alter. Hier spawnen einfach jetzt eine Unmenge an Drauger. Hey! Randale. Randale. Oh, die Monstrosität ist einfach im Wald geblieben. Oh. Es ist voll. So, Kohle fehlt. Also wir haben jetzt 36 Eisen wieder. Du hast schon Eisen-Axt, wir... ne? Was? Eisen-Axt hast du schon. Eisenaxt habe ich schon. Ich hätte noch gerne die Eisen. Das Eisenschild. Überleg, ob ich mir erstmal einen Streitkolben mache.
Ja, aber ich gehe auch erstmal aufs Klo und rauchen und dann langsam wieder um die Dings, um das hier kümmern. Aber ich hätte echt gerne ein bisschen Eisen schon mal hier irgendwie für eine Stein-Dings und dies und das und jenes, Ja, das ne? wäre geil. Aber für so ein bisschen Eisen jetzt hier diesen Weg antreten. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ja, okay. Alles klar. So, was war jetzt? Was wollte ich jetzt? Noch mehr Sachen. Sachen ablegen und chippen und rauchen. Okay. Okay. Man könnte natürlich auch einen Bogen bauen, ne? Der Bogen ist auch nicht schlecht. Aber wir sind Ja. 29 Eisen für. Ja, ich mache mir mal einmal den Der Streitkolben. letzte Bogen war billiger. Ja. So, ich bin jetzt kurz ein bisschen im Stream. Bis gleich. Bis gleich. Ohne Eisen wird es denn doch hier ein bisschen schwierig hier. Drecks zu viel. Jetzt weiß der schon von zu viel tragen. So, Eisenstreitkolben haben wir jetzt auch in der Tasche. Könnte natürlich auch alles von hier aus mitnehmen, was hier so rumliegt. Also wenn wir das Eisen durchgeschmolzen haben, nehmen wir einfach alles mit aufs Schiff und fahren weiter. Können wir halt auch machen, ne? Wir können ja. Die müssen die hier nichts stehen lassen, die Schmieden und so, die können wir alles abbauen, weil hier ist ja jetzt eh nichts mehr. I guess. So, das nächste wäre halt irgendwo hier. Da scheint ein Fluss zu sein. Vielleicht könnte man hier durchfahren. Und sonst, ob man hier oben lang kommt, keine Ahnung. Wobei hier war auch Küste irgendwie, ne? Vielleicht kommt man hier lang. Hier ist auch anscheinend ein Fluss. Genau, erstmal alles hier einmal durchschmelzen, das wäre glaube ich das Beste. Wenn wir alles durchgeschmolzen haben, alles so ein bisschen verbuscheln, so weit wie wir es noch verbuscheln wollen und dann den Rest mitnehmen und weiterziehen. Bringt ja sonst auch alle nichts. So.
Ding wollte ich ablegen. Jetzt bin ich froh, wenn wir dieses Donnergebrüll-Ding haben. Diesen Donnerhammer. Vernichter heißt er. Vernichter. Gucken wir mal, was brauchen wir dafür nochmal? Kupfer und Eisen. Hä, da haben wir auch alles für da. Ich baue den mal eben auf und vernichte Kram. Den mal kurz auf und dann wird der Hebel gezogen. Hier ist auch noch ganz viel Klebims. So, was brauchen wir da jetzt nochmal für? Was habe ich gesagt? Für den Vernüchter. 4 Kupfer, 8 Eisen. Haben wir hier hingestellt. Zack. Schwingen wir es dabei. Ne. Holen wir jetzt. Bims hier mitnehmen. Ah, hier können wir auch alles mitnehmen. Passt nicht alles. Jo. Dann lass uns mal die Vögel füttern gehen. Nicht gerade zufällig im Battle, ne? Nee, der steht da nur rum. Du sitzt da auf der Bank rum. Bauen wir mal hier kurz eine Küchchen auf am Reiseportal. Und da kommen jetzt hier das und das. Und 10 hiervon. Einfach mal reingeslidet. So. Das können wir stacken. Die können wir hier lassen. Und dann. Ich lass mal vorerst die Bronzerüstung. Eine Bronzerüstung da, ja. Eine komplette. Dann könnte man die nämlich noch hier in seinen. Auf so einen Ständer packen. Vielleicht für Style-mäßig mal irgendwas. Aber das brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Die Keule brauchen wir nicht und den brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier noch?
Ja, weiß ich. Braucht man die Hirsch-Trophäen für irgendwas außer 20er Stack kommt jetzt hier weg. Zack. Oh, nisch. So, der Knall kommt. In drei. Boah, Tor gewährt mir ein Geschenk. 21 Kohle. Geil. Nehme ich. Danke, Tor. Danke, Brudi. Bist der geilste. Was man natürlich machen könnte, wenn wir eh noch hier sind, könnte hier noch mal ein bisschen Zinn einsammeln, weil hier liegt überall an der Küste Zinn rum. So. Da ist er wieder. Papa. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal pennen oder was? Ja, wo? Geil. Einmal alles ablagern. Ja, okay, meine ganzen Pfeile wollte ich jetzt nicht alle weglegen. Zack. Zack.
So. Also, welchen Plan verfolgen wir jetzt? Also erstmal da noch ein bisschen was durchschmelzen, dann können wir noch ein bisschen was bauen. Okay. Gucken, ja, gut, dann kümmere ich mich gerade. Und den Rest, genau, können dann kümmere ich mich einmal um die Base hier. Genau, das können wir so ein bisschen machen. Ich würde da noch mal ein bisschen Sinn einsammeln und. Okay. Dann koche ich gleich auch noch mal ein bisschen. In der Kiste vorm Reiseportal ist jetzt übrigens das Gegenstück dazu drin. Also kannst du einfach mal mitnehmen. Das Gegenstück? Ja. Also die Mats. Von der Reise, von dem Reiseportal. Ja. Ja, okay. Weißt du, wo die Mats geblieben sind vom von der Kochdings? Liegen in der Kiste vor der Tür direkt. Ah, okay. Hey! Lass mal einen neuen Streitkolben ausprobieren. Eine Mütze da! So, auch nochmal. So, Schwein ist einfach instant umgefallen. Rüben haben wir jetzt auch noch immer nicht gefunden, ne? Nee. Irgendwie lost. Sumpfgebiete sind auf jeden Fall nicht auf unserer Seite auf dieser Map hier. Nee. Hey! Wer hat dir das erlaubt? Fridolin. Hey, Fridolin! Und Holl. Meinst du, im Nahkampf kann ich den jetzt machen, oder? Ich müsste noch eigentlich nur einmal. Wenn du den pariert kriegst? Einmal parieren. Okay, aber es ist. Oh fuck. Du
bist tot? Ja! Brauchst du Hilfe? Nee. Also ich krieg den Troll wohl jetzt noch irgendwie tot, aber... Ich dachte, ich schaffe den so. Falsch gedacht. Falsch gedacht hast du, falsch. Mensch. Ich werde auch gleich mal vielleicht noch Buchen pflanzen. Wäre vielleicht auch noch mal eine Sache. Ne, Sache. Ja. Kann ich das auch mitnehmen? Hey! Hey! Warum ist hier jetzt ein einer Skelett? Das Zinn brauchten wir, ne, für die Verbesserung von dem... Ja. Holy shit. So, der Zinn braucht für die Verbesserung von was? Von der Küche. Kann sein. Wir haben eigentlich auch noch Zinn, aber ich denke mir. Kann immer gebrauchen. Nee, weil du meintest, du hättest die Ressourcen für die Küche draußen irgendwo hingetan. Und dann habe ich gefragt, ob das Zinn wäre. Achso, ja, ja. Okay. Will der jetzt schon wieder mit mir kämpfen? Bisschen Holz? Haben wir gar nicht. Oder haben wir das hier irgendwo? Ne, wir haben kein Holz mehr. Jo, das kann gut sein. Crazy. Ah, und ich brauche hier eine Schmiede. Achso, ja. Das zu bauen. Ja, okay. Kannst du ja umstellen. Dann mache ich jetzt erstmal Holz. Ach, diese Brücke ist kaputt gegangen, oder? Nee. Okay. Schön. Okay. Na, jetzt hier eh noch mal hin zurück. Jetzt kommt dieses Einser-Skelett. Alter, bis wohin kommt mir das denn hinterhergelaufen? Bis nach Mappen Süd.
So. Hello there. Sag mal, hattest du hier nicht auch noch irgendwo ein Kupfervorkommen gefunden? War das weit weg? Ja, das war ziemlich weit weg. Ist das nah am Wasser? Das war hier irgendwo. Oh. Vielleicht findet man hier noch eins. Ich gucke jetzt hier mal am Wasser. Wenn ich hier im Wasser noch eins finde, wäre das halt, ja. Das wäre echt interessant, weil wir haben halt gar keinen Kupfer mehr. Ja, also ich habe da auf jeden Fall nirgends Kupfer gefunden. Bin ich alles abgelaufen. Ja, sonst finden wir ja bestimmt bei uns in der Nähe auch noch irgendwo Kupfer. Ja. Okay. Ich glaube, damit haben wir weniger ein Problem als mit Eisen und Sumpfgebieten. Jupp. Noch irgendwo ein brauner Baum. So, wir haben jetzt noch mal insgesamt 99 Eisen. 99 Eisen. Ja, geil, dann kann ich mir auf jeden Fall das Schild machen. Aber ich stelle erstmal die Schmiede auf. Und baue die Küche. Bam, bam. Okay.
Ah, die Bienen. Wir haben erst 4 Bienenkästen, das ist auch gar nicht so viel. Ne, das ist nicht viel. Das ist wohl wahr. Was wolltest du jetzt als nächstes haben? Was hast du gesagt? Schild. Steine. Stan. Schild will er haben. Jetzt ist die Frage, Eisenfaustschild oder Eisenturmschild? Eisenfaustschild. Ah, du willst das Faustschild, ja? Ja, Turmschild. Hab ich nicht mehr klar. Da komme ich nie mit klar, Leute. Nehme ich das Faustschild oder nehme ich das Turmschild? Kann ich das hier wieder abreißen? Und dann wieder da hinbringen. Das hier. Oh, mal kurz. Gleich einmal pennen. Ich mach's dann gerade noch einmal die Öfen wieder voll und dann. Ja. Kannst vielleicht, wenn du Holz hast, auch nochmal Kohle anschmeißen. Wir brauchen nochmal Kohle. Ich hab nur 4. Ich hab reingeschmissen. Aber ich hol noch ein bisschen Kernholz. Muss ich die mal voll. Oh, sag mal Bescheid, wenn du fertig bist. Jetzt. Ich lieg im Bett. Okay. Okay. Noch was. Jo. Jo.
Geht klar, geht klar. Guten Morgen. Moin, moin, Leute. Dann möchte ich ja mal eine Kohle rüber. Wo bist denn du? In der Hütte. Willst du halt Kohle rüberbringen? Ja. Okay, dann lade ich hier kurz. Kannst du mir die direkt in eine Tasche werfen? Dann werfe ich die direkt in eine Tasche. Nice. Jo. Okay. Ich koche, esse. So, was ist das teuerste, was man machen kann? Oder was das beste ist? Dieser Hirscheintopf, ne? Blaubeeren. Hirschfleisch. Karotten. Willst du lieber einen höheren Parierbonus oder eine höhere Blockrüstung und Blockmacht? Ich will höheren Parierbonus. Okay, ich will den Faustschild. Okay. Es gibt halt drei Eisenschilder. Okay. Es gibt das verstärkte Schild. Es gibt das Turmschild. Ja. Und es gibt das Faustschild. Habt ihr jetzt das Faustschild gemacht? Ja. Das ist okay. Also mit der Trolltrophäe kann man moosiger Fischköder herstellen und mit Monstrositäten-Trophäen kann man klebrige Angelköder herstellen. Okay. Also die Trophäen sind auf jeden Fall wichtig. Hackfleischsoße, macht die auch Sinn oder eher nicht so? Ist der Fleisch eigentlich besser? Braucht weniger und gibt beides 23. Hackfleischsoße gibt halt 40 Gesundheit und 13 Ausdauer nur.
Also der Fleisch und Karottensuppe machen wir dann noch. Oh. Wird ja langsam mau mit den Schweinedingern. So, was wollen wir denn noch bauen? Was können wir denn hier noch machen? Mit den Eisen. Spitzhacke. Ja, Spitzhacke ist gut. Und Bogen. Spitzhacke kostet 20. Bogen kostet 20. Wenn... Also 20, 40, 60, 80. Wir haben noch 79. 79? Das ist schon ein bisschen frech. Ja. Aber dann würde ich sagen, eher Spitzhacke als Bogen, gell? Ja, würde ich tatsächlich auch. Alter, damit kannst du dann wenigstens schneller wieder abbauen. Ich meine, wir können ja schon einen Bogen machen. Ja, oder einen Bogen können wir machen. Oder ich mach noch eine Axt für mich. Kannst du auch noch machen. Axt. Wie könnt ihr... Warum Karottensuppe? Ah, Pilz braucht man noch. Was war denn hier? Axt. Warum hast du denn Eisenaxt? Auch 20. Okay, dann mache ich jetzt noch zwei Spitzhacken und eine Axt und dann brauche ich kein Holz. Ich habe noch 7 im Inventar. Kernholz. Warte, ja. Ach, hast du den Schild schon? Achso, hier. Geil! Willst du den Bronzeschild mit rübernehmen und in den Ding werfen? Ich hab den gar nicht mehr aufgebaut, aber ich hab mal. Ich würde auch tatsächlich. Wobei, zwei Bronzeschilder brauchen wir auch nicht, ne? Obwohl, wenn man den an den Rüstungsdings dran stellen kann. Ein bisschen Überschwung. Also, es ist gar nicht schlimm, wenn wir ein bisschen Alternativen haben, sozusagen. Also, vielleicht muss man irgendwann mal in ein Gebiet rein. Weggemacht? Ja. Sonst konnte ich die Kohlemeiler nicht anzünden. Irgendwas musste ich. So. Spitzhacke ist manchmal gar nicht so doof, dabei mitzunehmen, wenn man irgendwo hackt. Ja. Behalte ich auf jeden Fall auch erstmal. Und jetzt wollte ich noch eine Axt. 4 Holz, 2 Lederweste, okay. So, jetzt haben wir auch noch mal 30 Suppen.
Haben wir alles gekocht, du. Hast du für ihn noch 4 Holz? Nee, ich hab kein Holz mehr. Ein paar Stöcker sammeln gehen. Ja, demnächst müsste mein Wald wieder aufgewachsen sein. So. Würde ich jetzt die Trophäen hingepackt hier? Das sind Pfeile. Das ist das. Ah, okay. Falls Tizian oder Nils kommt, dann hätten wir ja dann auch noch mal so Rüstungen für die. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Fertig. So, hier sind jetzt noch 29 Eisen. 19 Eisen, nicht 29. 19 Eisen. Okay, kann man damit irgendwas machen? Helm aufwerten. 5 Eisen. Ah, kostet alles 5 Eisen beim Aufwerten? Ja, aber brauchst Stufe 3. Oh, wobei, vielleicht können wir hier sogar Stufe 3 einmal kurz aufbauen. Braucht man das wäre auch cool. Das wäre auch. Amboss. Da, 10 Kupfer. Ich, so, tatsächlich bräuchte ich wirklich demnächst Holz. Okay, ich komme mal einmal zu dir. 2 Bronze. 2 Bronze sind 4 Kupfer. Das könnte man aufbauen. Müsste man nur die Kupfer, die da sind, verbraten, aber das ist nicht so schlimm. Nö, das wäre nicht schlimm. Hätte man das ganze Eisen verwurstelt. Hä? Voll cool. Können wir hier alles abreißen? Ja, ich glaube, ich mach das kurz. Machen wir kurz Bronze. Soll ich dir meinen Helm geben? Ja, gib mal. Helm. Ja. Ach, wobei, ich kann jetzt auch einfach kurz nur die Helme aufwerten. Ja. Da haben wir halt ein bisschen Eisen über. Ja. Ist auch nicht so wild. Und dann segeln, dann hole ich Essen. Dann bringe ich dir Essen vorbei. Und dann brauchen. Warte. Ah, du musst. Muss die Sachen eh noch aufwerten. Achso, ja, komm wieder zurück. Perfekt.
So, müsste es hier wieder im Inventar haben. Das gute Stück. Guck mal. Der gute alte Helm. Jo. Sieht schon echt mächtig jetzt aus, ne? Der Eisenrüstung. Ja. Oh. Oh, oh. Shiga, Axtkämpfer, du. Lass mal sein. Lass mal sein! So, also, wir haben jetzt hier alles aufgebraucht. Sachen, meine Sachen sind alle repariert. Ich hole was zu essen für uns und dann können wir eigentlich wieder aufbrechen, oder? Ich lade schon mal das Schiff. Oder hast du schon noch was? Nee, du. Gut. Dann hole ich was essen. Hast du jetzt noch irgendwas zu essen? Irgendwas habe ich noch, ja. Verdammt. Irgendwie brauche ich gerade einmal Hilfe. Bin dabei. Wegen einem Gegner oder? Nee, nee. Okay. Ich brauche einfach nur jemanden, der Sachen einsammelt. Okay. Habe ich ein bisschen überschätzt. Was für Sachen willst du denn eingesammelt? Achso. Hä? Machst du nicht so viel Zinn hier? Achso. Wo willst du denn das hin? Ab auf Schiff. Kannst du mir jetzt aber auch wiedergeben. Ich habe mein Inventar nicht mehr gemacht. Ich habe übrigens. Das habe ich noch für dich. Ja, schmeiß mal alles raus. Geil. Hast du noch einen Kupfer oder habe ich das schon? Ne, hier ist noch Zinn. Also ein Kupfer habe ich nicht. Schwimmen, Stufe 5, yay. Ich bringe die andere Spitzhacke einmal zurück. Ja, hättest du noch irgendwas, was ich zurückbringen soll? Die ganzen. Eigentlich können wir dieses ganze Ding hier abreißen und alles wegbringen, oder? Ich weiß nicht, wollen wir das Portal brauchen wir hier eigentlich auch nicht mehr. Ist ja Quatsch. Ist ja nichts. Ja. Nö. Und das Portal können wir dann mitnehmen als Dingsbums. Das hier ist alles. Die Kohle ist wichtig. Dann kann ich die. Hast du schon kaputt? Jo, hat er schon kaputt gemacht. Ah, nein. Shit. Dann kann ich schon alles abreißen von der Hütte. So, Essen ist. Fehlt die Handwerkstation. Zuletzt abreißen. Ja. Essen hast du gemacht, sagst du, ja? Was? Da haben wir wieder was zu essen, das ist sehr gut. Noch ein bisschen was zu essen. Ja, ich schmeiß dir auch gleich mal was zu essen in die Futterluke. Achso, ich habe auch hier ist nur noch ein Hirsch Ding. Ein Hirsch Eintopf? Ja. Da habe ich jetzt noch mitgesnackt, aber. Wir im Lager schon Sodelinkerne irgendwo? Ja. Habe ich schon gefunden. Ja, die waren hier. Alter. Komm hier hin, Knall. Ah! Geh weg, du. Hast du die Handwerkstation? Achso.
Hab ich gar nicht. Warte mal, ich gebe dir mal kurz was zu essen. Danke, du hast so viel, Alter. Was? Okay. Schmeiß ich mir das direkt mal rein. Kannst du hier mal kurz das Metall nehmen? Ah, kannst du mir andere Sachen geben, die rüber müssen? Dann bring ich die alle weg. Okay. Das andere hole ich gleich noch. Wie es aussieht, können wir dann nochmal pennen, oder? Ja. Ich bring jetzt den Rest auch einfach mit. Ja. Bis auf das Portal, das bleibt jetzt hier und. Ja. Hast du irgendwo Kohle gelagert? Hm. Nee, aber da an der Kiste habe ich die immer gelagert. Ja. Was habe ich jetzt noch? Dat. Ist ein Gegner in der Nähe? Junge. Wo sind denn hier Gegner? Wer ist Gegner? Na, jetzt geht's. So, gleich geht's wieder auf große Schifffahrt. So ist das. So ist das, Ferti. Der helfende Ferti. Nice. Grüß dich. Welcome, welcome. Du hast das ganze Sumpfland verpasst. Echt? Junge, Hype. Wir haben übelst durchrasiert im Eisenland. Alter, was ist das denn? Da oben ist irgendwie Holz auf. Das ist irgendwie. Das. Da liegt hier denn Holz dran? Warum lag hier oben Holz drauf? Warum liegt der Stroh? Warum liegt der Stroh? Naja, Mann, wir arbeiten auch, wie man sieht. Guck dir das an. Klasse. Wie wir alles fabriziert haben. Habe ich dir eigentlich die Spitzhacke gegeben? Ja, ne? Jo. Safe. Nein. Fein. Also, wir könnten uns eigentlich was zu... Hey. Wollen wir unbedingt was zu essen? Ich hab was. Kommt der rein? Also, an irgendeiner Stelle ist es noch ein bisschen... nebelig. Also, ich hab voll Essen. Also, ich weiß nicht, wie das bei Sascha aussieht. Aber ich denke... Ich könnte mir vorstellen, dass ich heute Abend nochmal da bin. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal so... Ja. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch einen Moment da und dann heute Abend wieder auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir irgendwann Pause. Ab 19 Uhr wäre am Start. Geil. Dann könnten wir eigentlich mal wieder eine Session machen zu dritt. Wir haben jetzt auch schon verbesserte Rüstung für dich, aber kein Eisen. Das ist uns jetzt erstmal vorbehalten noch. Ja. Yeah. Geil. Ja, das Sumpfgebiet ist auf jeden Fall leer gefarmt, da gibt's nichts mehr. War nicht so groß,
Aber wir haben schon jo. Nächstes entdeckt. Das liegt da irgendwo hier. Jetzt hin. Ja, so mal. Ob wir da hinfahren oder ob wir uns schon die Reise zum Knochenwanst. Ja, das würde am meisten Sinn machen. Dann hättest du da gleich schon ein Portal, auch wenn es ein bisschen weit ist, aber es wäre halt eine lustige Reise auch irgendwo. Ja, was meinst du? Geil. Wir haben aber auch, also ich meine, wir haben halt schon ein bisschen was hier, ne? Mal sehen. Ui, ui, ui. Hey, Mandale. Wo fahren wir denn lang? Hier rechts rum, oder was? Ja, wie du meinst, du. Wie du meinst. Hey, wenn du irgendwo an der Küste Kupfer siehst, ne? Das ist doch bescheuert. Ich sag sofort bescheuert. Genau. Na, hör mal. Ja, aber hier ist mal ein ganz anderer Ton, du. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's vergessen. Also, okay, du fährst rechts rum. Wie Wolf. Wie Wolf. Ey, wir müssen mal wieder reingucken in die Wildnis. Ja, bist du jetzt bei Folge 10? Ja. Geil. Hast du Survival Squad gesehen? Ja. War letzte Folge? Traurig, aber ja. Ja. Ja, also Spoiler, wer Survival Squad letzte Folge noch nicht geguckt hat. Oh, halt, da ist ein Ferti im Chat. Vielleicht hat er den noch nicht gesehen. Ja, deswegen. Ja, okay, hat er gesehen. Ja, gut, dann können wir frei schon mal zu reden. Ja, eben. Ja, nice. Survival Squad. Ja, ich finde das Format ultra geil. Schade, dass es jetzt schon zu Ende ist. Aber, das... Kann ich hier mal den Fluss reinfahren? Ein bisschen risky? Komm, come on. Ich bin auch... Vor uns ist Sumpf. Ja, das ist wieder so ein Fake-Sumpf, Alter. Das ist so ein Fake-Sumpf. Ui. Gerade noch die Kurve gekriegt, sagt man eigentlich, ne? Wow, Alter! So. Jetzt geht das weiter. Die Armsäge. Ja, das war so krass, Alter. Ich habe mir das gestern mit einem Kollegen angeguckt und dann so, wo die nach so ein paar Minuten sagen, ja, oder nach ein paar Minuten, so von wegen, ja, wir sind jetzt doch dazu übergegangen, uns noch anderes Werkzeug zu holen. Ich so, ja, und 10 Minuten kommen die wieder, ja, wir sind doch dazu übergegangen, uns eine Säge gemacht, so, ja, Kettensäge zu holen. Aber das mit den Sägen, also, keine Ahnung, ich hab ja auch schon den einen oder anderen Baum umgesägt. Mit so einer Säge. Und das war halt immer ein Krampf. Und ich dachte mir schon so, Alter, wenn die eine ganze Hütte bauen wollen, mit den kleinen Sägen, das wird nicht an einem Tag fertig. Boah, hier ist Sumpf. Ja. Ach nee, das ist das unser Sumpf. Das ist unser Sumpf. Aber hier ist noch einer. Guck mal. Hier ist direkt noch einer. Einfach mal ja. Durchgesneakt. Können wir auch direkt hier einmal anhalten, oder? Theoretisch schon. Ist direkt Düsterwald. Was direkt eine Anlandung. Was? Am Hageln? Guck mal, was ist das da vorne für ein Kreis? Weiß nicht, ich werde es gleich erstmal erkunden gehen. Hey. Oder erstmal ein Portal aufbauen. Ja. So wie es sich gehört. Ja komm, hau mich doch. Hau mich doch.
geflogen. Oh, hier ist ein Schlundegel, ein Zweier. Einer. Oh, da ist ein Trauger. Oh, da ist so eine Giftmeuchel. Ich hab sie gesehen. Jock. Wo ist denn jetzt hier dieser? Oh, da ist er. Oh, komm, machen wir mal. Wo ist denn jetzt der? Ach, egal. Lass mir eine Werkbank aufbauen. Hast du Portal dabei eigentlich? Ja. Nee, du hast es doch abgebaut. Ich habe das Portal nicht abgebaut. Oh, okay, ich hab's dabei. Hab ich schon längst gemacht, Digga. Schau mal, ob hier... Hier ist Kupfer! Ich wollte gerade sagen, ich schau mal, ob hier irgendwo Kupfer ist. Und dann ist es direkt vor meiner Nase. So, und ich guck mal, ob hier irgendwo... Was ist das für ein Kreis? Okay, dann lohnt sich das hier auf jeden Fall ein kurzes Lager aufzubauen. Oh, was das für ein Kreis ist, das will ich auch wissen. Ja! Willst du... So, da sollten wir zusammen hingehen. Eine runde Hütte bauen. Guck mal, hier ist noch so ein Schlundegel in Einser. Wow. Hopp. Ja, jetzt gute Blutsäcke, du. Wenn wir diesen Pudding machen können, wird GG. Ach, das sind diese komischen Treppen, die nirgendwo hinführen, ne? Ja. Oh, da ist ein Schlundegel drin. Nee, ein Elite-Trauger. Ich glaube, du bist unter Wasser gefangen, du Kleiner. Komm da raus. Ich will deine Trophäe. Aber vielleicht taucht er ja nach oben. Die Trophäe. Trophäe. Weißt du, die bleibt da unten? Aber der ist auch stuck. Der ist hart stuck, Alter. Hart stuck Bronze, Alter. Schwimmen auf 5 erhöht. Ja, ich hoffe mal, dass es hoch schwimmt. So ist eingesammelt? Ja. Ich sehe doch gar nichts. In der Reihe. Das ist doch fake. Das ist doch fake. Eine Hütte auf dem Wasser, Alter. Die sieht ja geil aus. Die Hütte auf dem Wasser? Wow! Hallo! Eine Trophäe. Guck mal, da kommen zwei Süßis an. Na? Alter. Ey, hau mir doch nicht in den Rücken. Du Sackgesicht. Ich wollte auch noch mal mitspielen. Ach, die Hütte auf dem Wasser. Okay. Ich schwimme mal eine Runde. Immer wissen, wie das ist.
Schade. Wenn wir hier eine Schmiede aufbauen, dann können wir diese Fackel hier abreißen. Oder kommen zwei Drucker. Ich glaube, meine Energie reicht nicht mehr aus. Und zwei Skelette. Bitte, bitte. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Alter, hier ist ein lila Schlundegel. Das sind ganz schön viele, Alter. Das ist gut. Alter. Oh, ein Zweier. Jetzt haut der ab, oder was? Jetzt sind seine Brüder tot. Nur weil du alleine bist? Komm doch, dreh dich um. Dödem. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, yeah, das ist nicht der Zweier. Hä? Warum ist denn der Zweier wieder weg? Einmal weggesegelt. Aber das ist richtig viel. Ah ne, da war. Wow! Der ist da, der ist da, der ist da, der ist da. Wow, der Gift. Oh, ich bin tot. Nein! Alter, das ist so hart runter. Okay, das ist heftig. Das ist echt krass. Damit haben wir nicht gerechnet. Schieß den jetzt ab, mir reicht's. In your face. Gib dir die Pfeile ins Gesicht, ey. Du hast nicht besser verdient. Ja. Zwei. Nee. Ja, noch ein Blutsack. Drei Blutsäcke. Naja, okay. Na gut. Und du weißt ja, wo dein Grabstein ist. Ich geh mal zum. Ich weiß, wo mein Grabstein ist. Du weißt, wo ich meinen letzten Atemzug getätigt habe. Ich baue jetzt hier eine Höhle auf. Bauen. Achso, Holz? Aua! Du Sackpfeife. Warte mal, wenn ich meine Rüstung anhab. Kommt's klar? Ja. Ey, du Gräulicher. Er vergräulicht alles. Aber ich gehe mich jetzt auch erstmal ausruhen, denke ich. Bring ich noch ein bisschen Holz mit.
Vehikelstall. So, ich habe jetzt eine Menge Holz. Sehr gut. Herstellung, Schmiede, 6 Kupfer, okay. So, Steine sollte ich vielleicht auch mitnehmen, ein paar. Und so den Kerl auch wieder. Ja, okay. Hole ich jetzt noch? Was brauche ich denn noch? Dann einen Blasebalg. Ein Blasebalg. Hirschfell. 4 Hirsch. 5 Hirschfell, 4 Ketten. Und Holz. Hier ist noch Holz. Alles mitnehmen. Alles mitgenommen, ey. Sieht ja alles mitgenommen aus. Alter. Alter, kam gerade der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann, der alles kann. Hallo. Ey! So. Barrikadieren. Sieht ja schon Juli aus, oder? Kann man das fast schon so lassen. Ja. Vertun hier rein. Betten hier rein. Feuer hier rein. Feuer erstmal rein. Feuer ist immer wichtig, Leute. Feuer ist so wichtig, ne? Heftig.
Holz. Oh, ein Schleim, Zweier. Fuck. Oh, Mann. Ich hab keinen Gesundheitstrank mit, ich muss... Bin tot. Bin auch tot. Aber ich will ihn wenigstens töten. Kann ich nicht. Voll erschrocken. Das ist scheiße. Wow, ich hab's geschafft, indem ich durchs Portal verschwunden bin. Ja, geh mal kurz ins Bett. Ja. Ist er gestorben? Ja. Ah. Mann, ey. Abenteuer in Valheim, du. Kleine Abenteuer. Der ist ja noch da. Ja, wo soll denn der hin, du? Der hat Blut geleckt einmal. Der weg? Ja. Verrückt. Okay. Ich glaub nicht, dass der weg ist. Ich hab den nur einmal matschen hören und dann habe ich den nicht mehr mitbekommen. Fast ein One-Shot. Kleines Haus gezimmert. Geil. Ja, perfekt. Ist doch alles, was man braucht. Brauchst du Holz oder was? Oder kämpfst du einfach nur? Nee, ich brauch Holz. Ich hab auch noch voll viel. Du hast noch voll viel. Ja. So. 50er Stapel liegt hier irgendwo. Ja, gut, ne? Ja. Lecker Pilze. Was trage ich so viel? Digga, ich wollte den Vogel, nicht dich. Zwei Schläge, Alter. Ist der Droger weg. Guck mal, hier ist ein Schlundi. Oh, geil. Die bringen immer richtig was. Schick sie das aus. Weißt du, was das Problem bei dem Ganzen ist? Was der denn? Rauch sieht hier nicht vernünftig. Das sieht hier nicht durch. Diese X zieht ja nicht durch. Ah, und wenn man das X wegmacht, dann zieht er durch. Ja. Sieht er jetzt echt raus? Naja.
krass. Darum habe ich, ich habe das beim anderen auch schon gemacht. Ich habe hier einfach, dann sah es ein bisschen schöner aus. Mach mal so eine Verlattung. Ah. Und dann zieht das auch raus. Ja, ziemlich. Also es hat jedenfalls letztes Mal, das war allerdings das andere Dach, hat es funktioniert. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch die doof noch. Das müssen wir mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall auch noch draußen. Aber nicht schnell. Nee, das nicht. Könnte auch natürlich da oben noch ein Dach drauf bauen. Sag ich dir. Ach, so ein. Aber ich finde, das sieht so viel schicker aus. Mit diesem Vordach. Vordach. Das finde ich auch cool. Macht so viel her. Mhm. Mag ich auch. Jetzt kann man das auf jeden Fall wieder zumachen. Hä, voll geil. Na gut. Nee. Nee. Klasse, klasse, so. Können ein bisschen Zinn abernten, wa? Hm. Bei Schläge und so ein Zinn-Ding ist kaputt. Ja. Oh, hier war noch eine Truhe. Hier ist ein Bienennest, Sascha! Jawohl, ja. Heute noch davon geredet. Okay. Aber was schmeiß ich dafür weg? Harz. Ich brauche noch was. Rotzergenaugen. Nein. Diese ekligen Bären, Alter. Ja. Ich hab Kupfer. Du hast Kupfer. Mhm. Direkt hinter unserer Hütte.
zwar Borg. Kack vorkommen, aber naja. Also ein Kack vorkommen? So. Naja. Batz! Batz, 90 Batz. Damage, Alter. Hä? Der Fall ging exactly durch seinen Kopf. Und der gar nicht. Der hat trotzdem gehittet. Ach, das ist hier so Stein, ne? Ja. Dann hack ich das von oben schon kaputt, Alter. Also den Stein hier, diese Steinkante. Einmal Kante zeigen. Ja. Geil, geil. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Tee. Und um ein bisschen was zu phrasen. Zu snaken. Eine gute Idee. Ja. Was ist denn so im Moment up to date, was so Bücher angeht? Bücher? Was? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht überleg ein Buch einfach. Wie meinst du das? Ich hatte mal angesprochen, so. Dass ich ein. Hm. Ja. Du meinst jetzt vielleicht ein Wichteln. Mhm. Aber was ist ein geiles Buch, was jeder lesen sollte? Ich meine, es gibt viele, aber... Keine Ahnung. Das kommt immer davon, was Menschen gerne lesen. Ja, aber wenn ich halt was verschenke, was wo ich nicht genau weiß, wen es treffen so, wird, so, also wer das Geschenk kriegt, ist dann halt ja auch so... Ja, ist ein Buch vielleicht auch schwierig. Finde ich, also ich finde, mit Büchern kann man. Muss man halt ein Geschenk treffen. Du willst einen. Eher eine Geschichte ja. haben willst oder. Ein Roman. Ja, genau, eher ist ein Roman oder. Keine Ahnung. Ja. Ist ein schwieriges Thema. Aber ich dachte, vielleicht gäbe es irgendwie so ein trendiges Buch, das irgendwie im Moment jeder lesen will oder so. Aber es ist einfach irgendwas sowas, von ja. Richard David Precht. Okay. Ich hoffe, man hat den Sarkasmus rausgehört. Nein, gar nicht. Oh, wir haben Steine. Ja. Also jetzt haben wir wirklich auch wieder alle Truhen voll mit Steinen jetzt, wenn wir da zurückbringen. Ja.
Bitte. Ich dachte, du wolltest mal ein bisschen tiefer gucken. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Mach jetzt den zweiten Eingang in unsere Hütte rein. Was? Mach jetzt den zweiten Eingang in unsere Hütte rein. Oh, da ist direkt das Feuer. Dann ist das nicht die beste Idee. Das Feuer vielleicht nochmal irgendwo anders hin. Ey, lass den Bauherrn doch mal. Ich glaube, ich baue das hier noch zu Ende ab und dann werde ich mich mal einmal dem Päuschen suchen. Ja. Jo. Noch ein Baum. Oder ist ein Dorger? Drei Bäume. Oh fuck, Alter. Ein Einsatz-Rauger mit Bogen. Oh nein, die sind scheiße. Das ist jetzt schon ein bisschen ungerecht. Ich gehe jetzt in Stealth. Okay, der verbisselt sich. Schießt noch immer. Wo? Nicht länger ausgeholt. Ah. Eigentlich habe ich doch alles hier für ein Feuer, oder? Ja. Ja, jetzt hier. Ach.
lassen. Kleines Päusle. Hey, ich hab ein Feuer, eine Unterkunft und wieso bin ich nicht erholt? Warte, ein bisschen. Ne, ich bin nicht ruhend, meine ich. Ja, muss die Waffen wegstecken. Aber so viel schneller kann man auch nicht abbauen mit der Eisenaxt, ne? Ne. Und die ist halt noch nicht aufgewertet. Ja. Weil ich die andere direkt mitnehmen müssen. Ein Viehstich. Gemütlich 4, noch gut, geil. Ja, okay. Fällst du gerade die Bäume? Mhm. Yes.
Hallo, jetzt lass mich mal. Was hast du da so? Ach, die Grauzwerge, die brauchten mehr Zuneigung, als ich denen geben konnte. Raumtechnisch war einfach ein bisschen problematisch. Alter, dann bleib doch da stehen, Alter. Ist mir doch egal. Digga. Geh, wohin du wohnst. Aber auch echt ein riesiges Kupfervorkommen. Ja. Aber ich glaube, wir haben es gleich. Was ist da oben? Ein Wunder der Natur, ey. Wer kommt denn nicht rein? Oh, nochmal. Baum. Spitzhacke ist hinüber. Muss ich leider enttäuschen, Schamane. Das bringt irgendwie nicht ganz so viel. Wenn du Stufe 1 bist.
Oder ist ein Geist, der kämpft gegen den Schaman. Vielleicht sind Schaman, vielleicht ist Gift ja sehr gut gegen den Geister? Wow. Also, nee. Ha! Pariert habe ich den alten Sack. Schade, keine Ketten gedroppt. Gibt's ja gar nicht. So. Nehmen wir mal hier die Bäume weg. Die könnten das vielleicht hier auch noch ein bisschen stören, ne? Ja. Oh, meine. Ach, das ist kaputt. Wow! Oh, hässlich. Hä? Ja. So, is it the final hit? No. Ah, hier. Könnte es gleich funktionieren. Yes! Boom! Chakalaka! Wow! So, jetzt alles einsammeln. Aber dafür muss ich mein Inventar erst leer machen. Eil! Wir sind die Sprengmeister, Alter. Buddeln und sprengen, Junge. Buddeln und sprengen. Buddeln und sprengen, sagt er. Ja, bestimmt wieder so 100 Kupfer-Stacks, gell? Gäh? Gäh? Jawoll, ja. Jawoll, ja. Was ist denn das denn hier? Unsere Möhren sind ja ready. Glaube ich, muss da mal ein bisschen mürinieren.
Wir sollten wieder Holz haben, oder? Bitte? Holz haben wir wieder, oder? Also, noch nicht geerntet. Ein bisschen Holz haben wir, aber nicht wirklich viel. Genug, um einmal die Öfen voll zu machen? Muss ich gleich mal gucken. Also in meinem Inventar habe ich 42. Reicht noch nicht ganz, um komplett voll zu machen. Ja, ich habe jetzt gerade einiges gelootet. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's schon lange. Ich muss noch ein neues Bienenvolk aufstellen. Oh, doch eine Kette. Ich habe eine Kette eingesammelt. Oh. Nice. Geil. Was kann man mit Ketten nochmal machen? Die sind eigentlich auch ziemlich wichtig, ne? Ja. Also bis jetzt haben wir die halt nur für den Blaseball gebraucht. Ja. Aber damit kann man, glaube ich, so hängende Feuerkelche machen und so ein Shit, ne? Ja. Dann ist das doch schon ganz schön wichtig. Ich finde, die sehen einfach ziemlich geil aus. Übel. Okay. Na, wie viel Kupfer hast du? Ich habe einiges schon jetzt in eine Schmelze gepackt die ganze Zeit. So. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Übersicht haben, wie viel Kupfer da jetzt zusammengekommen ist. Oh, bestimmt 2-3 Stacks. Ist jetzt schon alles hier weg oder ist hier noch was? Ne, ist weg. Alles weggegraben, bis auf das bisschen, was da noch in der Erde ist, also machen wir mit. Ey! Wer erlaubt, mich hier abzuwerfen? So. Geilo malo. Wieder hier in Kometen ausgehoben. So ist das. Ja. Dann ab in die Pause oder? Achso, da ist noch was. Ah, hier ist auch noch was. Ne, das ist nichts.
ich das hier noch irgendwie? Ja. Jetzt. Ah. Yes, ich hab eins gekriegt. Ich nicht. Oh, das Feuer. Lol. Ich hab das auch mal hier so kaputt gemacht. Aber mit der Axt aufgekloppt. Ha. Ich finde die mittlere Maustaste mit der Axt ist halt einfach so witzig. So, dann. Wollen wir dann um 19 Uhr starten oder was heute Abend? Klingt nach einem Plan, du. Okay. Alles klar. Dann. So. Und dann können wir heute Abend direkt Eisen suchen weiter und Eisen fit machen. Dann kannst du vielleicht Izia mitnehmen und ich baue das Haus weiter. Dann nimmt er meine Rüstung, ich nehme die Bronzerüstung und dann baue ich hier die Hütte weiter und ihr beide könnt Eisen suchen zum Beispiel. So rum oder andersrum? Ja. Je nachdem. Alles klärchen. Geilo Milo. Geile. So, ich bin jetzt raus. Guck mal, erstmal hast du jetzt hier noch mit der Koch-Action. Du hast da nichts Neues gebaut, oder? Du hast einfach das Alte wieder. Ich hab das Alte wieder aufgebaut, ja. Genau. Können wir da jetzt ja bald, wenn der Schiff dann irgendwann zurück ist, können wir da ja was aufbauen, du. Jo. Alles klar. Supi. Dann bin ich erstmal raus. Bis später. Bis später dann. So, den Pusteklotz mache ich jetzt noch kurz. Wir wollen noch 5-4 Fälle. Einmal den Pusteklotz aufbauen. Passt nicht. Versteh den nie, ne? So passt er. Den Eimer hier wieder umstellen. Der war auch immer so unglaublich viel Platz. Ich verstehe das gar nicht. Durch den Amboss. So, ein bisschen tricksen. So, jetzt haben wir hier die auf 4.
Nice. Hier weg. Und Pfeil. Ach, das muss ich auch einmal reparieren. Und die können wir auch ablegen. Und noch einmal mit der Jansen-Kugel. Letztes Mal hier rüber Kohle ablegen. Kohle. Hey du! Zack. Den Rest noch einmal rüberbringen, die Öfen nochmal voll machen und dann bin ich raus. Ja, Juri, wir sagen, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wenn und wie das heißt. Wenn man Hilfe braucht, kommt ein Ehrendude vorbeigeschnallt. Genau das. Bis dahin.